Willkommen zurück zu Cheyenne Sisters Twisted Dreams. Festung Drachenschreck, zweitletzter Level, immer noch. Wir haben ein paar echte... Oh Gott, ich muss da, glaube ich, so hoch. Wir haben ein paar echte Herausforderungen gehabt. Oh Gott, und es wird nicht besser. Hat der Wirbel gerade... Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, ob ich das wirklich hier will. Aber wir müssen, weil wir wollen ja alles einsammeln. Okay. Boah, ich habe gerade gedacht, der Gegner da unten, also die Statue ist ein Gegner, weil die sich so bewegt hat. Dabei war das der Verwandlungseffekt. Oh Gott. Okay, ich mag diese Luftstromplattformen tatsächlich sehr. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich mag diese Mechaniken, wo ich die Kontrolle habe. Die mag ich extrem und diese Luftstrommechanik, die macht echt Spaß. So, was haben wir jetzt? Wir haben ein paar Diamanten, ein paar Diamanten, ein paar Diamanten. Und da ist mal wieder ein Ritter, der gegen die Wand rennt. Um den kümmern wir uns jetzt nicht. Genauso der. Halt, der hat sich jetzt verwandelt. Deswegen muss ich jetzt doch... Okay, dann machen wir es so. Dann fällt er jetzt runter und begleitet uns später nochmal. Hier war unser Rätsel gerade eben. Checkpoint, Gegner, der auf dem Boden liegt. Und mal wieder Zahnräder. Oh Gott, und das jetzt mit dem Gegner, der uns noch begleitet. Ja. Ich musste springen wegen des Gegners. Ich konnte nicht springen wegen dem Sägeblatt. So, jetzt aber... Jetzt haben wir eine bessere Ausgangsposition. Oh Gott, ich darf eigentlich nicht springen. Das ist alles ganz gut getimed hier. Und da geht es jetzt weiter runter. Ein Förderband, was uns wohin führt? In die Wand da hinten. Aber da hinten ist nichts. Da unten haben wir Gegner, die auf uns werfen. Noch mehr Sägeblätter, natürlich. Wie soll es anders sein? Ah, okay, ich muss tatsächlich hier nach unten. Oh, falsch reagiert. Ich hätte stehen bleiben müssen. Und ich muss, oh Gott, ich muss diese blöde Stelle hier auch nochmal machen. Ich probiere es jetzt einfach und renne durch. Jawohl, das passt. Feuerball und runter. Jetzt lasse ich mich hier, kann ich mich auch hier runterfallen lassen? Nö, kann ich nicht. Das Spiel backt eher rum. Okay, ich muss mich mit dem Feuerball befreien. Das war ein Kurzfeuerball, um ein bisschen näher zu kommen. Halbe Höhe, zack, und wir sind unten. Jetzt nehmen wir die Gegner so und lassen sie wieder in die Wand rennen. Durch die Wand rennen. Okay, der Gegner sollte eigentlich an der Wand zerplatzen. Der hat's getan. Was war's, das auch schon wieder sollte. Okay, neuer Checkpoint. Und mal wieder eine Stelle zum Runterfallen. Das möchte ich mit dem Drehsprung, aber den Ast ab hier. Ach, das ging ja jetzt ganz gut. War da ein Geheimgang? Ach nee, das ist die andere Seite von unserem... Ach Gott, wir sind jetzt wieder... Ah, Wurpe. Die bleiben so schnell? Die pausieren nicht? Okay, Feuerball durch. Hep. Wow, der war knapp. Oh Gott, Leute, hey. Das ist natürlich auch... Oh, es ist eine Herausforderung. Ich meine, wir sind im zweitletzten Level. Es muss ja... Das Spiel muss ja eigentlich schwer sein an der, an so einer Stelle. Wow. Puh. Das Spiel muss schwer sein. Das behaupte ich jetzt einfach mal, weil es ist ja schon weit fortgeschritten. Manchmal denke ich mir, ist es ein bisschen zu schwer, aber an sich eigentlich auch nicht. Ah, okay, so komme ich da natürlich durch, klar. Da oben ist noch was. Da will ich auch gleich hin. Das mache ich jetzt, versuche ich jetzt als erstes. Wobei da ein Bumper wäre, der uns nach unten bringt. Ist das ein Stein, auf dem ich stehen kann? Jawohl. Okay, da muss ich eigentlich hoch. So, ich weiß nicht, wenn ich nach oben kommen würde. Ich komme natürlich nach oben, ohne jedes Problem. Da ist ein Gegner. Boah, ist das fies. Ich weiß nicht, ob das der Gegner war, der vorhin schon durch die Wand sich gebackt hatte.
Aber auf jeden Fall war der extrem fies. Ein Gegner direkt im Secret drin. Das war schon ein bisschen gemein. So, jetzt durch dieses Loch hier nach unten. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Oh nein. Ich hab's Wasser gesehen und wusste es. Oh nein, oh nein, oh nein. Und zwar eine sehr große Unterwasserstelle mit vielen Totenschädeln. Ich finde die. Ich wollte. Ja, genau. Ich finde die Seesterne schöner. Deswegen nehme ich die. So. Ja, oben rein, oben rein, oben rein. Wenigstens, also ein Vorteil von so einer Unterwasserstelle. Wir sind nicht so extrem träge. Okay. Gut, dann halt so. Wir sind nicht so extrem träge wie zum Beispiel bei den Kaugummistellen. Ist auf jeden Fall ein echt schöner Vorteil im Vergleich zu dem, was bei den, also was sonst so passieren kann. Wie gesagt, gerade die Kaugummistellen. Okay, jetzt wird es gleich wieder hektisch. Die Plattform fährt davon und ich würde spontan behaupten, die fährt schnell. Die fährt wahrscheinlich mit Laufgeschwindigkeit. Ja. Ist gar nicht so schlecht geschätzt. Na okay, es geht sogar. Gut, da ist nichts. Da komme ich durch. Alle hopp. Alle hopp. Komm, komm. Und fallen und verwandeln. Da ist eine... Okay, hier unten stehe ich safe. Da ist ein Shutter, der öffnet dieses Tor. Dann kann ich da oben durch. Aber... Da ist auch ein Schild. Das will ich auf jeden, den will ich auf jeden Fall. Okay, dann muss ich das Tor öffnen. Und keine Ahnung, welcher Nebeneffekt passiert, weil in den letzten Levels war es ja öfter so, dass ein Schalter, der irgendwas aktiviert... Nein. Geister! Oh Mann. Ein Schalter, der sowas aktiviert hat, oftmals... Jetzt weiß ich aber, warum der Schild... noch Lava oder sowas aktiviert hat. Aber gut, wir brauchen keine Lava, wenn wir Geister haben. Okay, ich versuche so schnell wie möglich hier durchzukommen und alles einzusammeln. Ah, okay, Lichtsäule. Lichtsäule ist schön. Wir töten alle Geister. Und dann schauen wir nochmal, ob wir was verpasst haben. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Lichtsäule ist schön. Oh, ich stehe auf der Kante. Warum auch immer. Okay, da oben könnte noch was sein. Ich glaube auch, da werden gleich mehr Geister kommen. Komm weiter. Jawohl. Ich finde es schade, dass der Strahl hier blau ist bei der Cuten. Obwohl, ich weiß gerade gar nicht, ich habe ja die ganze Zeit jetzt Pflanze und Roboter. Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich die nicht mehr wegkriege. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Farbschema von den beiden Ichs überhaupt ist. Ob das tatsächlich, also rot, ja klar, aber ob die andere blau war oder gelb. Dann habe ich gelb im Kopf, blonde Haare und so. Deswegen ist blau eigentlich falsch. Ich hätte eigentlich eher blonde oder gelb erwartet, golden. Gülden. Ha, poetisch. Okay, ich darf nicht auf dem Regal drauf landen. Das ist oftmals ein Trick gewesen anzustellen. Dann halt so. Okay, Zwischenlandung und Feuerball? Wo war der Checkpoint? Okay, vor dem Regal, gut. Oh Mann. Was? Super, jetzt gerade, wo das schöne Solo losgeht, mache ich anderen. So, ich will möglichst früh... Ach! Ich guck mal einer Show! Sehe ich da nicht ein... Habe ich da nicht tatsächlich einen Bumper gesehen? Okay, gerade noch reagiert und zurückverwandelt, weil hier will ich mit Cutie durch im Feuerball. Und hier möchte ich aufhören. Okay, wo bringt er mich hin? Mal sehen, ob der mich vielleicht sogar ganz einfach durch die... Okay, ich habe jetzt irgendwie die Position verändert, aber nein, das hört nicht auf. Das ist eine Endlosschleife. Gut, jetzt komme ich aber theoretisch auch ohne die Gegnerberührung wunderbar hier rüber und kann mich noch zurückverwandeln. Aber komme ich jetzt auch über die Stacheln? Ja, komme ich. Oh, da ist ein Schlüssel. Hatten wir schon eine Schlüsselbox?
Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir schon eine Schlüsselbox hatten. Das ist auch eine schöne Stelle. Da musste ich gerade im richtigen Moment meinen Drehsprung machen, um hoch genug von den Stacheln wegzukommen. Ich sag gerade Stacheln, aber ich meine natürlich die Diamanten. Smaragde, Saphire. Ah, bin ich nicht mittig? Ach nee, ich muss natürlich so da hoch. Sag doch was. Okay, was jetzt? Ich muss jetzt darüber. Okay. Alle hopp. Dann Ru verwandeln. Ho nicht verwandeln. Hoch verwandeln. Und darüber, wo der Pfeil hin zeigt. Oder auch nicht. Weil da ist unser nächstes Secret. Und es war nicht sehr viel in dem Level. Es könnte sein, dass wir sogar bald alle haben. Okay, wir haben einen Checkpoint. Das ist eine sehr schicke Sache für mich. So, da oben ist nichts mehr versteckt. Soll ich die Treppe mitverwenden zur Stadthilfe? Ja, mache ich. Und da sind Luftströme. Jawohl. Und natürlich mit einigem an Hindernissen und Sachen zum Einsammeln. Boah, da bin ich gerade neben dem Luftstrom runtergeglitten. Will ich oben oder unten rum? Ich will eigentlich hier unten rum. So. Und jetzt hier nochmal. Verwandeln. Das Schöne ist, wenn ich mich hier verwandle, während ich den Drehsprung noch mache, also... während ich den Drehsprung dauerhaft mache und dann kann ich auf den Drehsprungknopf drücken, ich verwandle mich nicht zurück. Was ja wichtig ist, weil ich ja Sachen als Punk einsammeln möchte. Und muss da nicht zwischendrin mich nochmal verwandeln, oder muss darauf achten, dass ich die richtige Form habe. Sondern ich kann einfach dauerhaft in der Form bleiben. Die Pfeile zeigen nach rechts, deswegen möchte ich nach oben. Okay, jetzt wieder nach unten. Und einmal außenrum. Ah, die Diamantzahl füllt sich. Ah, und da ist nochmal ein Secret. Das könnte tatsächlich schon eines der letzten in dem Level sein. Boah, der war knapp. Da war ich gerade fast zu lang ohne Aufwind. So, wir haben 496. Jetzt gehe ich auch noch hier lang. Dann habe ich nämlich alle Höhen und Wege erkundet. Das ist gerade echt so ein bisschen... Mit welchem Timing ich drücke, ich weiß es nicht. Ich drücke einfach. Ich mache das total unbewusst. Okay, ich kann landen. Und hoch. Und wieder landen. Und hoch. Und vor dem Ding wegrennen. Ist da oben noch was? Da oben sind Plattformen. Aber das sieht so aus, wenn es da gleich eh lang geht. Hier ist ein Checkpoint und ein Schlüssel. Hier ist eine Wand und ein Weg nach oben. Und hier ist ein Weg. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Richtige Seite. Ach, da. Ich darf hier nicht drehspringen, weil mich sonst die Plattform, diese Windräder hier wegblasen. Aber jetzt, wo ich alles habe, werde ich wohl einfach hier so. Nee, kann ich nicht. Verdammt, ich hätte mich nicht verwandeln sollen. Und ich lande zwischen den. Oh Gott. Okay. Wir haben einiges wieder eingesammelt. Hey, ich... Boah, also... Manchmal denke ich mir, was ein Stress in dem Spiel. Aber es ist ein guter Stress. Also, es gab jetzt nicht viele Stellen außer im Tempel des Dumdidum. Oder so buggy Stellen, wo mal ein Gegner in der Decke oder in der Wand hing. Wo ich sagen würde, das Spiel war irgendwie unfair oder so. Oh. Also das Spiel war eigentlich dauerhaft fair. Die Herausforderung, also alles total durchdacht. Alle Rätsel machen Sinn. Man muss nie irgendwie drüber nachdenken, extrem, was geht hier eigentlich ab, sondern es hat immer Sinn gegeben. Okay, da komme ich, glaube ich, nachher rein. Ich falle immer zu weit. Okay, es hat immer Sinn ergeben, auch solche Sachen jetzt hier. Also, es ist schwer, aber nicht frustrierend. Und ich habe es ja an... vorhin bei der einen Stelle, wo ich erstaunt war, dass ich es direkt geschafft habe. Es gab so gesehen auch nie wirklich so
ich habe es letztens im Blog gelesen, als Trial-and-Error-Gameplay. Also das gab es eigentlich auch nie. Es war nie so, dass ich eine Stelle 20 Mal machen musste, zum Beispiel, bis ich so eine Abfolge von Schüssen oder Rätseln auswendig lernen kon auswendig konnte, sondern es gab eigentlich immer eine offensichtliche, gute, logische Lösung. Ja, so wie hier zum Beispiel. Oder das mal hier einfach so. Also man kann immer auf alles reagieren, man konnte alles auf den ersten Versuch schaffen, man hat alles finden können ohne Problem, wenn man ein bisschen die Augen aufhält. Ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme gegen Frustfaktor. Wo muss ich lang? Oben rum. Und zwar da lang und dann wieder hier runter. Und wo ist meine Plattform? Ah, da. Und jetzt muss ich da lang. Ich muss mich verwandeln in Punk. Ah, und jetzt da. So hier durch. Ja, sowas zum Beispiel. Also mit den Zeichen, die auf dem Bildschirm zu sehen waren, also Plattform, Diamanten, Tür. Es war für mich klar, was ich machen muss und ich konnte es mit einem Mal, ohne ausprobieren, sofort lösen. Ist auf jeden Fall ein gutes, verdammt gutes Zeichen für so ein Spiel. Also so ein, ich nenne es mal, es ist ja eigentlich so für ein Rätsel Jump'n'Run. Ist es ein gutes Zeichen, also andere Spiele, wo man dann zum Beispiel, man muss lernen, so, ja, wenn ich jetzt 2 Meter laufe, dann kommt ein Gegner, dann muss ich hüpfen, dann lande ich da drauf, dann hier, dann da, dann sowas. Das ist schlechtes Spieldesign. Das, was hier passiert, ist gutes Spieldesign, aber da war ich jetzt zu dumm. Ich wollte noch mal, ich hätte noch mal auf den Gegner landen müssen. Okay, Moment, ich muss. Ich muss den Gegner mit einem Feuerball treffen und dann diagonal nach oben, dass ich den treffe und dann kann ich zu den. Ja. Und ich lasse mir die Plattform da, dass ich hier drauf nochmal landen kann und dann rüber kann. Und nochmal das Ganze. Und die Wände sind nah genug beieinander, das ist auch schön, dass ich einfach mit einem Mal hochkomme. Also die Plattform, ich brauch die Gegner theoretisch gar nicht. Die Wände sind nah genug, um mich dauerhaft hoch zu katapultieren. Ist natürlich schön, wenn man es nicht braucht. Dann kommt man nämlich so durch. Okay, Plattformen, die mich hoch und runter bringen, je nachdem, welche Farbe ich habe. Oben ist nichts, wo ich sterben kann. Ist auf jeden Fall mal eine schicke Sache. Ah, jetzt muss ich tatsächlich mal diesen Trick benutzen, von der Plattform zu laufen und dann zu hüpfen. Weil dann kann ich nämlich zweimal abspringen und kann fast auf der Höhe bleiben, auf der ich runterlaufe. Indem ich nur kurz auf den Drehsprungknopf drücke, also kurz Sprungknopf, Drehsprungknopf oben. Ich weiß nicht, ob ich hier auch durchkomme. Auf die Art. Aber da ich hier oben rum soll und da ein Checkpoint ist, machen wir erstmal das. Machen wir es doch offiziell. Okay, also hier, wenn ich runterfall, bin ich tot. An allen Stellen. Da brauche ich also nicht auschecken, ob was versteckt ist. Hier kommen wir her. Die Uhr sagt noch knapp 2 Minuten. Level schaffe ich eh nicht mehr. Aber es ist blöd, weil ich den. Ah. Ich bin sehr nah am Ende. Okay, ich überziehe jetzt ein bisschen und mache mit diesem Part hier den Level fertig. Außer ich sterbe zu oft. Im Boss wird ja keiner kommen. So, Checkpoint und wir wollen nach links, weil da ist eine. Boah. Oh nein. Ich will das nicht sehen. Ah, also gut. Ich habe hier erstmal eine Luftplattform, über die ich muss, ohne getroffen zu werden. Das ging. Dann habe ich jetzt hier einen Kaugummiautomaten. Und da unten sind Feuerbälle, denen ich ausweichen muss. Feuerbälle sind natürlich fies, weil man sieht sie ja nicht unbedingt so früh kommen. Und man kann nicht schnell reagieren. Ja, das meine ich. Ah, hat geklappt. Und die kommen auch noch auf jeder Höhe. Also, ich habe keine Lücke, in der ich mich aufhalten kann, sondern ich muss wirklich die ganze Zeit am Ausweichen sein. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ah, okay, ich habe ganz am Rand Lücken, weil die Feuerbälle nicht weit genug fliegen. Aber das reicht nicht, um die Sachen einzusammeln. Zum Einsammeln muss ich mittendrin bleiben. So, okay, das habe ich alles. Kann ich landen? Kann ich laufen? Ich kann laufen, ich kann landen. Und ich kann mit einem Feuerball. Ich kann mit einem Feuerball wieder zurück. So, den wollte ich eigentlich machen. So, jetzt sind wir wieder da.
Ja, okay. Der Level neigt sich wohl dem Ende zu. Blöde Fernkämpfer. Du triffst mich nicht. Ich töte jetzt erst die Gegner kurz, auch wenn ich sie nicht endgültig töten kann. Oh Gott, ich habe gerade was gesehen, das will ich nicht sehen. Auf jeden Fall fehlen uns noch 24 Diamanten. Das könnte reichen. Weil hier ist ja nochmal welche versteckt. Oh Gott, sind die nah an den Totenschädeln? Ich fliege am besten einmal außen rum. Das war zu weit. Das meinte ich mit nicht zu oft sterben. Gut, das war jetzt einmal, seit ich es gesagt habe, aber ist trotzdem doof. Aber so kann man ja auch damit rumhantieren. Einmal durch die Gegend gekommen, ohne den Boden zu berühren, ist auch eine schicke Sache. Ja, Fall, 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 genau. Okay, und jetzt wieder außen rum mit den Gegnern. Zu eng. Aber ich habe den Diamant schon berührt. 717, 3, na, komm, ja, da ist er. 3, 2, 1 wollte ich sagen, aber ich gehe jetzt durch. Der ist rückwärts gelaufen. Der hat in meine Richtung geschaut, als ich den Feuerball gemacht habe, ist er dann mit mir mitgekommen. Ohne, ja, egal. Also ich, manchmal finde ich doch ein paar Bugs in dem Spiel, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, es kann auch damit zusammenhängen, dass mein Rechner nicht unbedingt der beste ist. Aber das wird sich ja ändern. Okay, wir haben 725 Diamanten, 100% im Level. Oh, Mann, 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 Mann. Wie oft sind wir gestorben? Das waren 21 Mal. Ein Stern sogar noch. Ja, und wie gesagt, alle Secrets, das wissen wir ja durch die Diamantenzahl. Wow, okay, wenn es euch gefallen hat, ne, ich will jetzt gucken, wie der letzte Level heißt. Jetzt will ich es wissen. Boah, Leute, hey. Ja. Bing, bing. Gurglewockys Höhle. So, unser Boss heißt also Gurglewocky. 470 Diamanten, aber es scheint eine ganze Menge einfach rumzuliegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie wir durch Drachenschreck durchgekommen sind, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.